Ja, herzlich willkommen zu Valve Cloud. Jetzt geht es um den M16, den Sentinel von Grand Vapor. Und das ist wirklich schon ein richtig schönes kleines Stück. Hier allerdings wirklich sehr klein, nämlich mit einem 18350er. Das ist so der erste Mod von Grand Vapor, der auch eine schöne Gravur hat, wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ist hier das eingeätzt worden. Also halt nicht gelasert, sondern mit einer anderen Technik. Und das ist praktisch auch so dann die kleinste Form. Der Drip-Tip macht das Ganze jetzt natürlich sehr lang, wobei ich könnte da mal einen kürzeren Drip-Tip draufsetzen. Dann ist das eine richtig schöne kleine Kombi. Das dampft sich auch sehr schön und das passt praktisch in jede Tasche. Das Schöne ist, man schraubt ihn hier einfach komplett zusammen und innen drinne versteckt sich dann praktisch das Messingrohr. Und ich habe ihn jetzt so bisher noch nicht wirklich viel benutzt, weil die 18350er mir einfach zu wenig Leistung haben und ich so einen schönen Mod eigentlich recht selten mit rausnehme. Würde ich jetzt mal so irgendwo hingehen, wo man ein bisschen mehr dampfen würde, dann könnte das schon vorkommen, aber es gibt sicherlich ein paar Leute von euch, die eventuell ganz gerne auch mit sowas rausgehen auf die Straße und dann passt das richtig gut. Er nimmt natürlich auch 18.94er oder 18.500er auf. Hab hier jetzt mal ein AW 18.94. Er hat in so ein paar Rillen. Und die sind wirklich schön bemessen, denn man kann sich das so mit diesem Doppelteleskop, also halt den zwei, kann man sich das sehr schön einstellen. Das gefällt mir vom Aussehen her eigentlich doch nochmal fast ein bisschen besser als das mit den 18350ern. Außer die Stealths verwende ich eigentlich wenig 18350er Mods, wobei die meisten diese Funktion mit anbieten. Vielleicht finde ich da nochmal irgendwann zurück zu, aber im Moment ist es halt eigentlich eher nicht so, gefällt mir halt nicht so. Man könnte jetzt auch, das ist das Schöne, man kann das schon sich richtig anpassen, dann hat man auch beide Logos drin. Hier ist noch einmal leicht eingelasert das Grand Vapor, da haben wir die beiden Entgasungslöcher, da sitzt der Akku ziemlich straight drauf, aber wenn sich der Akku dann so ein bisschen aufbläht und es zum Entgasen kommen sollte, dann sucht er sich auch den Weg nach draußen, bevor er anfängt, das Material auseinander zu drücken, also den Stahl. Da kann man eigentlich von ausgehen, dass das funktioniert. Wobei mir bei Mods eigentlich die Löcher im unteren Bereich immer noch am liebsten sind, nicht unbedingt nach oben hinweg, weil da befindet sich dann nämlich mein Gesicht. Unten bei Bottom-Tastern meist auch nochmal die Hände, aber auch bei anderen Tastern, außer beim Daumentaster, da ist es denn, dass man eigentlich nach unten hin meist einen freien Weg hat. Aber man merkt, wie gesagt, das habe ich in einigen Videos schon öfter mal erwähnt, wenn es zum Fehlerfall kommt und eine chemische Reaktion in Gange kommt, dann merkt man es auf jeden Fall an der Hitze, die sich übers gesamte Akkurohr sehr stark verteilt und dann lässt man wahrscheinlich meist sowieso eher schon mal los, also insofern ist man da auch auf der sicheren Seite.
Wenn meine Kamera mitspielt, dann versuche ich eventuell gleich nochmal ein paar Detailaufnahmen zu machen. Zeige euch das Ganze jetzt nochmal mit einem 18-650er. Das ist dann einmal die volle Länge. Sehr schön ist hier im Endeffekt, also gut, das Messing, das ist recht schnell angelaufen. Man kann aber sehen, die ersten Bilder davon waren ja glänzend und da, wo man mit der Hand auch nicht rankommt, glänzt es immer noch. Es sieht eigentlich schon ganz schön aus. Unten nochmal schön der Messingring, der am Taster dran sitzt, das zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen genauer. Und dann unten haben wir einmal das Logo von Grand Vapor und auch die eingravierte Seriennummer. Das hier ist die 204. Für Amerika sind es meist die niedrigeren Seriennummern und für Europa, also gerade für Deutschland, geht es dann eher ab den 500ern los. Es gibt auch eine Bestätigungskarte mit dabei, da ist ein Authentifizierungscode drauf, da kann man sich bei Grand Vapor oder halt bei MyVape, ich habe den auf den Philippinen gekauft von MyVape, kann man sich dann registrieren lassen, dann weiß man, dass der halt echt ist. Zusätzlich wird der Name hinterlegt. Hatte jetzt gerade letztens in Amerika zwischendurch einmal mitgekriegt, dass ein paar Leute Mods geklaut haben davon. Also halt nicht Philippinen-Mods, sondern andere Mods, die auch recht viel wert waren aus einem Lokal, der viele E-Zigaretten ausgestellt hat, seltene Stücke. Die wird man dann nicht mehr wirklich verkaufen können. Also das hat zusätzliche Vorteile, nicht nur halt wegen dem vom Klonen her, sondern manchmal werden Geräte, die gesammelt werden, steigen auch mal ein bisschen im Wert und dann ist das eigentlich schon ganz in Ordnung. Was wirklich schön ist, das ist Grand Vapor ist so ein bisschen auf das Leichteckige übergegangen oder ist eigentlich schon immer ein Markenzeichen davon gewesen, diese Form, denn sie haben, das hier ist leider ein Klon, ist kein Original, auch da haben sie das praktisch schon gehabt, den Originalen hatte ich mir davon nicht geholt, wegen dem Alugewinde oben am 510er, das finde ich persönlich bei 120, 130 Dollar nicht ganz so glücklich, obwohl der Preis absolut fair ist und eigentlich ist es auch ein schönes Gerät. Der Mod fühlte sich eigentlich schon, also der Klon eigentlich auch schon ganz gut an und kann mir vorstellen, dass natürlich auch das Original ganz schön ist, aber mir persönlich sagt das nicht zu und im Endeffekt gibt es davon zwar schon mehrere Versionen, aber sie sind dabei geblieben, immer oben die Alu-Cap zu lassen und ich war sehr froh, wie sowohl der Private und danach dann auch der M16 rauskam, dass das Stahl ist, gefällt mir einfach persönlich wesentlich besser. Bottom-Taster hat keinen schweren Druck, es ist eine Feder drinne. Bei Extrem-Settings neigt er dazu, ein bisschen Wärme abzuleiten, also man merkt schon, dass er dann auch warm wird. Hab hier jetzt allerdings 0,8 Ohm drauf und handwarm. Na, er hat sich jetzt ein bisschen, die Feder hat noch Kontakt zum Gehäuse, da wird ein bisschen Wärme abgeleitet, aber das ist kein Heißwerden oder ähnliches. Wenn man weiter runter geht und ein Extremsetting von 0,4 Ohm, also Punkt 4 Ohm fährt, dann wird das sicherlich die Belastung schon mal ein bisschen mehr, dann wird er auch heißer. Eigentlich hat er versilberte Kontakte und ich werde mal eben gucken, ich werde euch mal nach unten schieben und ich
hoffe einfach, dass meine Kamera das mitmacht. Ja, ist ein bisschen voller gestellt hier. Leider Gottes hängt sich die Kamera manchmal so ein bisschen auf. Bestehen tut er hauptsächlich aus diesen Teilen. Die Topcap ist schön massiv, innen ist ein Plastikisolator und da drinnen dann ein selbstregulierender Pluspol mit Silberkontakt, also mit Silber, ist silberplated, ist versilbert und darunter versteckt sich dann Kupfer. Unten ist dasselbe, er wird halt auf den O-Ring gelagert und beim Hochdrücken bekommt er dann Kontakt zum Akku. Ich finde diese einfache Lösung mit dem O-Ring, ich finde die gar nicht so schlecht. Im Klon ist das so, dass die O-Ringe eine nicht korrekte Shore, also das, der Widerstand des Materials, das, die Weichheit, also die Festigkeit des O-Rings zu weich ist und wenn man ihn zu sehr zusammendreht, er dann auch gerne mal Kontakt macht. Das passiert hier auf gar keinen Fall, kann man komplett andrücken. Was ein bisschen schade ist, das kann man hier schon mal sehen. Da ist bei mir nur noch blank Kupfer. A, habe ich bei Extreme Settings das Problem gehabt, dass Einschläge gekommen sind wegen den Abreißfunken. Aber ich habe auch einmal mit einem ESS-Wickler nochmal einen ordentlichen kurzen gebaut und dabei ist dann das Silber auch komplett heiß geworden und ist praktisch am Rand weggeschmolzen. Hier kann man nochmal ein bisschen Rest von dem Silber sehen. Er hatte vorher einen wirklich sehr schönen Voltdrop. Ich hatte das gemessen, das waren 0,2, 0,19, 0,22. Hier kann man einmal die Feder sehen, das ist wirklich nichts Dolles. Die hat einen ganz weichen Druckpunkt. Dann hat man hier einmal den Messing-Taster und hier nochmal das Gehäuse, das ist einmal Messing innen und auseinander Stahlring. Okay, man sollte nicht so spät morgens um 20 vor 5 so viele Videos drehen, dann fängt man nämlich an ein bisschen blöde zu werden. Natürlich geht das auseinander und das habe ich auch schon 2-3 Mal gehabt. Hat es jetzt auch eben gerade beim Versuch auseinander zu drehen ordentlich festgeknallt. Das ist natürlich der Locking-Taster, also der Locking-Ring für den Taster. Das zeige ich euch gleich nochmal ganz kurz. Natürlich geht das dann auch auseinander. Und es ist halt ein entgegengesetztes Gewinde. Deswegen hatte ich nämlich eben ihn auch schön festgedreht. Da habe ich jetzt irgendwie echt schon geträumt, weil eigentlich wollte ich dazu nämlich noch was sagen, wie ich das mit dem Cube erwähnt habe, dass ich eigentlich nur den als Bottom-Taste habe. Ein Problem, was ich mit Bottom-Taste habe, ist einfach, gerade wenn man jetzt Mesh verwendet, das ist jetzt bei mir aber sonst nicht so viel vorgekommen. Ich habe alle meine Mods stehen. Und wenn man jetzt einen Bottom-Taster hat, der hier auch noch recht leicht ist, wenn ich den auf dem Tisch stehe, dann brutzelt's. Das heißt, der feuert. Da darf man nicht vergessen, dass man den Locking-Ring auch losdreht und nach rechts, wenn ich so zu mir habe, lockt dann auch den Taster. Das heißt,
der ist flat drauf. Wenn ihr ihn ein bisschen weiter rausgedreht habt, dann steht der Mod auch nicht gut. Also wenn ihr einen längeren Hub eingestellt habt oder durch das Dauertasten eventuell sich ein bisschen nach draußen bewegt hat, dann fängt er an ein bisschen zu wackeln. Ansonsten ist das schon... ist das eigentlich schon ziemlich schnell gemacht. Man kann das auch mit dem kleinen Finger, so wie ich es halt bei dem Cube eigentlich auch gemacht habe. Wenn man sich erstmal wieder dran gewöhnt hat, ist das in Ordnung. So nicht tasten und dann... So, das war dann wohl für heute Nacht auch mein letztes Video. Jetzt werde ich noch ein bisschen schneiden und dann mal gucken, wann ich die hochgeladen kriege. Bis dann. Zusammenbauen einfach. Feder wieder auf den Taster drauf. Unten reindrücken. Dann oben den Pol nehmen. Und dann vorsichtig reinschrauben, weil Kupfer ist ziemlich weich. Und das sollte man jetzt auch wirklich nur zum Reinigen machen. Sobald mein Ultraschall da ist, geht ja da auch noch mal rein, wird dann anständig gereinigt. Und wenn ich merke, dass er dann am Gewinde fest, drehe ich ihn einfach. Fest und dann passt das. Zusätzlich ist hier so ein bisschen der Taster auch verstellbar. Manchmal verstellt er sich wie bei allen Bottom-Taster, die nicht gegengesichert sind. Beim Drücken drückt man manchmal so ein bisschen hin und her und dann kann er sich schon mal ein bisschen aufstellen. Er ist mir noch nicht einmal abgefallen, so wie es zum Beispiel beim Bagua passiert ist. Man kann sich aber praktisch hier drin ein bisschen gegenhalten. Na, normalerweise drückt da ja auch der Akku gegen. Kann man sich nochmal den Druckpunkt, den Hub ein bisschen einstellen. Ich habe es hier eigentlich ganz gerne, dass er ganz normal bis fest ist und dann auch nur einen kurzen Hub hat. Und muss sagen, obwohl der Bottom-Taster hier kleiner ist als das äußere, lässt er sich wirklich sehr gut drücken. Also da bin ich vom Cube, war ja eigentlich mein einziger Bottom-Taster-Mod, den ich hatte. Und da muss ich sagen, das gefällt mir wirklich gut. Dann haben wir die beiden Stahlhülsen, einmal den mit dem Logo, dann die obere und in der Mitte halt das Messing-Teleskopstück. Und oben kann man auch diesen hier rausnehmen und dann das Plastik, glaube ich, auch rausdrehen. Das habe ich aber noch nie gemacht, weil musste ich nicht. Und da kann ich schon mal sagen, bei dem Klon fällt das sofort raus. Das ist irgendwie... Na, nicht so schön und man kann hier sehen, er stellt sich selbst halt ein. Ich werde nochmal eben gucken. Trotz, dass das jetzt die Kupferkontakte sind, sollte es im Endeffekt immer noch ein bisschen weniger Voltdrop haben, als wenn man jetzt Messingkontakte genommen hätte. Das mit dem Kupfer kommt von den Philippinen hauptsächlich. Also auch der erste Mod, den ich überhaupt mit Kupferkontakten gesehen habe, kam auch von den Philippinen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch dort seinen Ursprung hatte. Dieses Voltmeter habe ich hier übrigens von Golden Greek, vom eSmoke Guru. Da werde ich jetzt kein extra Video zu machen. Ich werde das einfach mal... Ich hoffe, ich war die ganze Zeit im Bild, fällt mir gerade mal auf. Ich habe hier nämlich so ein, immer noch eine neue Einstellung, kann das immer nicht so richtig sehen. Akku liegt direkt bei 420. Also 4,2 Volt. Hab hier ja die Titanturbinen mit 0,8 Ohm Dualcoil. Und habe jetzt keinen Kontakt. Es gibt eventuell auch noch bessere davon. A, ist das hier sehr weich. Also es geht sehr leicht ab.
Das gefällt mir nicht. Hat man einen schweren Verdampfer drauf, den neigt er auch so ein bisschen zum Kippeln. Ob man denn einfach besser drankommt, ob das damit zu tun hat, weiß ich jetzt nicht genau. Für 20 Euro hätte ich da jetzt ein bisschen was Stabileres erwartet, aber es tut einwandfrei seinen Dienst. Ich habe mal ein bisschen habe zwischendurch mal ein bisschen nachgemessen mit meinem Voltmeter und das passt auf jeden Fall. Hier ist es natürlich ganz gut, das Titan ist jetzt nicht besonders schwer. Deswegen, aber trotzdem sieht man schon, ne, hier neigt sich dann so ein bisschen. Das finde ich einfach nicht ganz so glücklich. Mal sehen, ob ich mir da dickere Ohrringe reinmache, um das fester zu machen. Aber auch die Tube fühlt sich jetzt eher ein bisschen weich an. So, jetzt kann man hier sehen, 4,02, 4,03. Das heißt, ein Voltdrop von 0,17 und das trotz, dass ich unten schon das Silber verloren habe. Also das ist ein Voltdrop, der passt. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Wert. Da bin ich richtig glücklich mit. Das war es auch schon von der Detailansicht. Die verschiedenen Akkukonfigurationen hatte ich euch ja schon gezeigt. Ich bin mit diesem Mod wirklich sehr, sehr glücklich. Der Stahl, das ist 304er, also 14301. Man kann auch unter bestimmten Lichtverhältnissen hier den Regenbogenglanz drauf sehen. Und das ist im Endeffekt auch eine Eigenschaft von dem sehr guten 304 Stahl. Wenn jemand sagt, das ist 304er, man hat den Regenbogenglanz nun überhaupt nicht, dann ist das so ein bisschen so eine Frage, ob das denn auch wirklich stimmt. Ich werde euch mal wieder nach oben drehen und hoffe, dass die Kamera das mitmacht, ohne jetzt wegzuschmieren. Das sieht schon mal gut aus. Ja, sie friert dabei nicht immer ein. Alle 5-6 Male passiert das leider. Wie gesagt, gekauft habe ich den bei MyVape und er hatte 165 Dollar gekostet. Ich habe bis jetzt nicht einen Cent davon bereut und bin sehr glücklich, den gekauft zu haben. Meine Gefühle dazu waren ein bisschen gemischt, weil bei Grand Vapor gab es bei den ersten Mods ein bisschen Probleme. Da war die Verarbeitung dann nicht immer hundertprozentig passend. Also halt bei dem Sentinel, der auch geklont worden ist. Grand Vapor hat allerdings auch das Pech, dass sie jetzt schon mehrmals oder direkt auf der Abschussliste der Gelbmelder stehen und sehr viel geklont werden. Teilweise aber wohl eher schlechte Klons. Und ich hatte so ein bisschen gemischte Gefühle, naja, mal gucken, habe dann auch gedacht, gut, vielleicht ist die Qualität nicht ganz so 1A wie jetzt aus Deutschland, aber ich lasse mich mal auf das Experiment ein. Und was soll ich sagen, eine Wicklung mit 0,8 Ohm Dualcoil und ein Voltdrop von 0,17 ist absolut der Hammer. Das ist, das sucht seinesgleichen. Das ist wirklich perfekt. Wobei man noch ein bisschen drauf achten muss. Die Konion-Zellen haben einen sehr, sehr geringen Eigenwiderstand. Deswegen können sie auch zusätzlich sehr viel Ampere ab, also bis zu 30 Ampere. Die AW haben auch einen sehr kleinen Widerstand, Innenwiderstand. Die FS, da liegt er schon wesentlich höher. Das heißt, wenn ihr Messungen macht und ihr habt jetzt bei einem Mod, der eigentlich einen geringen Voltdrop haben soll, aber
der fällt jetzt höher aus und ihr habt komplett saubere Kontakte, da ist alles in Ordnung, da gibt es keine Probleme, dann kann das schon sein, dass eure Zelle unter der Last wesentlich weiter einbricht als jetzt halt eine richtig gute Markenzelle, die im höheren Segment angesiedelt ist. Da war einmal ganz kurz Besuch, eventuell bin ich ein bisschen zu laut. Ich versuche ein bisschen mehr ins Mikro zu sprechen. Einfach Hammerteil, $165. Im Moment ist er, glaube ich, wieder nicht zu haben. Es gab den zwischendurch auch bei Intaste. Ist gut möglich, dass der bei Intaste jetzt im Moment auch wieder zu haben ist. Da solltet ihr sonst einfach mal vorbeigucken. Der bekommt von mir auch die höchste Wertung überhaupt. Wie gesagt, gemischte Gefühle, eine 7 gedacht. Vom Aussehen her wusste ich allerdings, das wird mir gefallen. Wobei ich allerdings noch nicht wusste, ob mir das hier oben gefallen wird. Dieser Absatz und dann kommt da das Sechseckige und da war ich wirklich am Überlegen, ob das jetzt wirklich super passt oder nicht. Und es gefällt mir wirklich gut. Ich habe ja noch einen zweiten, auch da werde ich noch ein Video drüber machen. Der hat zusätzlich unten nochmal, wo der hier das Messing, das Brass hat, hat er nochmal eine Kupfereinlagerung, also einen Kupferring. Der Voltrop lag aber auch da auf derselben Ebene. Das wird schon ein bisschen schwieriger. Es soll jetzt ein Philippinen-Mod kommen in 14 Tagen ungefähr, The Beast. Der hat reine Silberkontakte, da ist nichts platiniert, nichts versilbert, sondern die sind aus purem 99,9%igem Silber. Der soll einen Voltrop von 0,5 haben, also in verschiedenen Ohmstärken, die sie getestet haben, liegt er zwischen 0,43, 0,48 bis 0,58. Das ist dann natürlich nochmal ein bisschen heftiger, aber ein Voltdrop wird es halt immer geben, denn der Akku bricht auf jeden Fall ein bisschen ein, wenn die Leistung rausgezogen wird, weil man Akkus auch als nicht unbedingt perfekte Stromquelle bezeichnet, denn sie ist nicht unendlich, sondern es ist eine endliche Stromquelle und insofern durch den Eigenwiderstand, den so ein Akku mitbringt, bricht es immer ein. Aber halt hier mit den 0,17, das ist wirklich Hammer. Wenn ihr ein bisschen an dem Pinoy-Style interessiert seid, wobei so ein Mod nicht Pinoy-Style in dem Sinne ist, das bezeichnet ja mehr das Dampfen an sich, aber an so einem Pinoy-Mod, an so einem philippinischen Mod, da könnt ihr anscheinend nichts falsch mitmachen. Es gibt da sicherlich auch nicht ganz so tolle Mods, aber der Sentinel M16 ist wirklich klasse und auch der Private Version 2 ist Hammer. Ganz ehrlich, kann man rückhaltlos empfehlen und auch wieder eine von den wesentlich angenehmeren Überraschungen im Gegensatz zu dem Bagua, wo die Erwartungen wesentlich höher waren und etwas weniger erfüllt worden sind. Seid ihr gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören, wünsche ich euch viel Glück dabei und an alle Dampfer, wie immer an dieser Stelle. Gut Dampf.